Die Klimaerwärmung bis zum Jahr 2100 ist nicht mehr aufzuhalten. Davon ist auch Deutschland betroffen. Und dann wird endlich alles besser. Deutschland wird viel mehr Sonne und viele neue Strände haben. Durch die höheren Temperaturen werden die Deutschen super lässig. Alle sind jetzt viel besser drauf und die Kassiererinnen sind echt nett. Und da die Eiskappen schmelzen, siedeln sich ganz viele Pinguine bei uns an. Total niedlich. Schleswig-Holstein, heute ein hochsubventioniertes Problembundesland. Im Jahr 2100 die fischreichste Region Deutschlands. Niedersachsen, heute nur bekannt für seine langweilige Hauptstadt Hannover. 2100 bekannt für die pulsierende Hafenstadt Osnabrück. Mecklenburg-Vorpommern. Hi. 2006 unsympathische NPD-Hochburg. Im Jahr 2100 ist das Problem gelöst. Die hellhäutigen Glatzen sind der übermäßigen Hitze schutzlos ausgeliefert. Im Laufe der Zeit entsteht so aus den Fossilien der Nazis Erdöl, was Mecklenburg-Vorpommern zu einem reichen Ölstaat macht. Dadurch können alle Deutschen noch mehr Auto fahren und noch größere Autos. Hierbei entsteht noch mehr CO2, wodurch alles noch wärmer wird. Und das Tolle an Wüste, es gibt keine Bäume mehr, mit denen man zusammenstoßen könnte. Aber was machen eigentlich die Grünen in der Zukunft? Diese unbeliebte Spielverderberpartei, die gegen Sonne und Strand und nette Kassiererin ist. Genau genommen gibt es nur noch einen Grünen. Und der versucht noch immer, an der bewährten Viererspitze festzuhalten.